So, GLHF. Jo. Achso, Mino, danke übrigens nochmal für dein Gifted Sub an Stage Diver. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Kelten und Spanier. Spanier auf Habub. Castle Drop. Chianti mit Kelten. Mal gucken, ob er einen Hoang Rush versucht. Jetzt ranhalten auf jeden. Wir wollen ja alle ein fünftes Spiel sehen. Oh ja. Schlechter Scout Path von mir. Was ist das denn für ein Wald, Alter? Muss ich ja gar nicht in die Mitte gehen. Nee. Geh trotzdem in die Mitte. Aggression! Ich glaube, wenn es um APM und Multitasking geht, bin ich hier im Vorteil. Insofern, jalla rein da. Im 1v1 Tato rush ich auf der Map immer. Ist schon wieder mit Villagern hier. Mit einem zumindest. Scheiße. So, ich habe den Villager gekillt und außer bei dir hat er mir nichts gekillt. Mein Scout ist auch low. Also ziemlich guter Start für mich. Chianti aber auch immer bei mir ist, ey. So viel Pech muss er erstmal haben. Oh fuck. Der.
Let's go. Azul. Oh fuck, als ob der Scout das überlebt hat. Ich könnte kotzen, Mann, meine Fresse. Bei dir soweit alles gut? Ja. Ich meine, okay, er ist immer noch ein Villager down, aber dass ein Scout das überlebt hat, ist einfach frech. Er hat mich bei weitem nicht so sehr abgelenkt, wie er wahrscheinlich wollte. Edgebug? Nee, schade. Ist ja abgewallt. Okay, dann gehe ich gleich mal zum Fiends rüber und guck, was da geht. Aber Chianti geht schon wieder auf Stein. Alles abgewollt. Geht jetzt auch selber auf den Stable, okay. Diensten will gekillt. Oh, er hat auch schon ein paar Scouts mehr. Ist das ein TC? Oder ist das ein TC? Nee. Safe alle direkt gehittet. Ich bin hier mit Archern. Komm gleich. Hier,
Ebony. Nach Mann. Ebony. Ebony. Nach Mann. Du bist los. Ebony. Ping nochmal bitte. Ja. Okay. Bist du drin? Ja, ne? Ja. Okay, dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz. Tower. Müssen wir jetzt einmal ganz kurz Fiends killen. Hier sind seine Scouts. Mit angreifen bitte. Ja, ich sehe dich nicht. Jetzt hat er. Ich habe gut Damage getradet. Nicht ins CC laufen, nicht ins CC laufen. Ja. Hier oben nimmt er noch irgendwas. Hier oben sind noch Steine von ihm. Ich kick gleich hoch. Bin up to Castle. Nice, ich noch. Lange nicht. Scouts killen. Ja. Oder zumindest hier ein bisschen aware bleiben. Schieß mal hier ein Loch in die Palisade rein. Da ist doch eins. Achso, die ist nicht ganz. Dort. Wenn du dich hier ranstellst, kannst du Wood denyen, ohne angegriffen zu werden. Ey, Torum, danke für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Willkommen. Was dann, los? Genau. Im Eingangsbereich, da wo wir rein sind, da sind... lass mich rüberlaufen. Wir gehen mal raus aus der Base, lass gleich den Power Spike nutzen. Kianti ist jetzt nämlich auch hier. Ich lauf rüber zu Blau. Nee, du musst einmal ganz kurz hier bleiben, am besten hier auf den gepinkten Hügel gehen. Okay. Wo bist du? Ich bin, ich komme hinter dir, hier. Direkt hinter dir. Nice! Ja, sehr schön. Ja. Ja, das ist halt, im Metagame sind wir halt einfach weit voraus. Nur wenn es dann... Genau, und, ja. Aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich... Oh, dass die Spartner jetzt schon raus haben, obwohl wir gleich noch Landnomade spielen. Ja. Dani Zinho Diaz, danke für den Follow, willkommen im Stream, willkommen bei den Müllers. Freut mich, dass es dir gefällt, willkommen. Das war solide, ich war auch sehr zufrieden, wie ich gespielt habe. Mhm. Außer, dass der Scout hier am Anfang ins CC gelaufen ist, das war natürlich ein bisschen wack, aber sonst bin ich mega zufrieden damit, wie wir das gemacht haben. Das war auch richtig schönes Teamplay dann jetzt hier bei Fiends. Ja. Und ich habe mich an deine Worte erinnert. Vor mit deinen Archern! Ja, Digga, gerade wenn wir hier irgendwie im Army-Vorteil in einem Map-Control haben, dann brauchst du nicht warten, bis du 30 Archer hast. Nee, genau, richtig, ja. Aber wenn du jetzt noch meine Scouts mit hast und so, dann kannst du auch schon mit 4-5 Archern vorgehen, dann musst du halt nicht ewig warten. Ja, richtig, genau. Das war schön. Ja, das war auf jeden Fall richtig gut.